So, da sind wir wieder bei Splatoon. Heute haben wir... Oh, guck mal, du bist sogar in meinem Team. Ist ja schön. Ja, schön. Den Falkai dabei, aka Herr DK, auf YouTube. Der macht auch Videos. Guckt sie euch an. Abonniert ihn. Okay, gut. Kooperation beendet. Bis zum nächsten Video. Oh, verdammt. Okay, da wurden wir erstmal überrannt. Komplett. So ziemlich. Natürlich wieder von Airbrush MGs. Was denn sonst? Aber ich stell dich kurz nochmal lauter. Okay. Musst du nichts beachten, mach ich schon, passt alles. Wow, mein Spiel läuft gerade eine Zeitlupe. Was habe ich getan? Wow. Ich weiß nicht, was hast du getan? Wow. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Aber es lief kurz mit Zeitlupe. Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Ah, so fängt meine Aufnahme immer gut an. Erstmal in Zeitlupe spielen. Das ist super. Slow Motion. Oh Mann. Ich komm grad mit meinem Wischmob hier auf keinen grünen Zweig, ne? Ich hab da eine Mine vorne hingelegt. Oh, sind nicht drauf reingefallen. Ich versuche jetzt einfach mal vorzuraschen und leg hinter mich eine Mine. Wenn mich jemand verfolgt, der kriegt dann die Mine ab. Oh, der. Das Problem ist halt auch hier wieder in diesem blöden Heilbutthafen, in engen Gängen an den Rollern vorbeizukommen, ne? Wir verlieren. Und nicht dezent, ja. Muss ich mal anmerken. Ja, wir verlieren gerade ziemlich eindeutig. Ich krieg hier aber gerade auch nur auf den Sack, ne? Ich spiele übrigens mit dem Airbrush RG, mit diesem goldenen, womit ich diese Minen legen kann, um es überhaupt mal zu erwähnen. Mit welcher Waffe? Du spielst mit dem Pinsel, ne? Ich spiele mit Quasto, ja. Und ich spiele gerade richtig schlecht mit dem Quasto, wow. Aber so richtig schlecht. Machst du alles, was ich von meinem Team erwarte? Ja, ich habe da mit einigen Streams schon eigentlich gut abgezogen, aber hier ist gerade ein bisschen. Ja, wir haben zwei Quasto. Bisschen Trauerspiel. Ich weiß nicht, ob ja, zweimal stimmt, der Pinsel jetzt, so effektiv ist. Das ist auch tatsächlich nicht mal so cool, das stimmt. Was? Ich bin noch an ihm vorbeigerutscht. Was? Das sehe ich nicht ein. Nein. Nee. Das läuft gerade echt nicht gut. Ich habe, glaube ich, irgendwie schon 7-mal umgebracht oder so. Okay. Noch keinen einzigen Kill geholt. Das ist ja, echt schlecht gerade. Ich töte gerade ein paar und fährt bei denen so ein bisschen ein. Ich dachte mir, kommt ganz cool bei denen. Die Freunde sich. Oh, da geht man durch die Map und dann kommt so ein scheiß Rollerheim entgegen. Ja. Hast du sie? Ich glaube, das wird nix. Ach was. Kommst du denn darauf? Obwohl, ne? Wir haben doch ganz gut aufgeholt gegen Ende, aber ich glaube, wir verlieren. Ja, das wird nicht reichen. Nee. Ja, 10%. Wow, ich will meine Statistiken gerade gar nicht sehen. Das war miserabel. Ich habe nur ein, zwei wenigstens erwischt. Wow, 301 Punkte. 8. 0 zu 8? Wow. Das okay. Dürfte so ziemlich meine schlechteste Runde ever sein gerade. Jetzt weiß ich, warum wir verloren haben. Ja, das kann durchaus sein. Oh, wow. Ja, hoffentlich kommst du ins Gegner-Team. Oh, wow. Nein. Wow. Ach, kommt doch das vor. Lief echt nicht gut gerade. Ich hatte auch schon schreckliche Runden. Oh, natürlich wieder der Heilbutthafen. Was denn sonst? Mit dem Quasto kämpfe ich aber auch ungern gegen so Roller. Das ist gefährlich, ja. Man muss... Oh Gott, wir haben... okay. Und wir kämpfen tatsächlich gegeneinander gerade. Ah ja. Ich wollte gerade schon sagen, wo bist du? Ich habe auch gerade neue Kleidung angezogen, die allerdings richtig wenig Upgrades hat, aber ich fand die einfach vom Aussehen her cool. Ja, ich habe auch neue Klamotten an. Die haben halt nur das Standard-Upgrade bisher drauf. Wow. Da bist du. Boah, bist du schnell. Oh Gott. Okay. Mein einen Verfolger habe ich beseitigt. Nee. So nicht. Verdammt. Oh Gott. Aber von drei anderen Richtungen kamen auch über Leute. Wie sich das gehört. Ich mache erstmal das Wichtigste, den Spawn einfärben, weil das macht nie jemand. Das sind ja auch Prozente, die zum Sieg führen.
Schieß mir mal eine Rakete rein, vielleicht treffe ich ja jemanden. Nein, schade. Ich nehme an, du bist gestorben. Ja, ich war gerade auf dem Weg zu eurem Spawn, tatsächlich. Und während ich am Auffüllen war, wurde ich gerade hinterrücks einfach überrollt. Oh. So was Gemeines. Wow! Ha, da war ich dabei. Das Airbrush-AG mag ich, das deckt so eine breite Fläche ab. Ja, es ist halt echt mächtig, auch von dem DPS ist es halt ziemlich krass, muss man einfach mal sagen. Ich schieße eine Rakete in eure Basis, dann habt ihr was zum Einfärben. Ich sollte nach der Runde die Waffe wechseln. Heute ist kein Quasto-Tag für mich. Aber wenn du die Waffe wechselst, ganz dann bist du ja mit mir im Match. Ja, dann muss ich halt nachjoinen. Kein Problem. Dann muss ich ja alleine spielen. Okay. Ich nehm's einfach hin. Oh Gott, ich höre irgendwas Brutales. Oh Gott, mein Herz. Das gibt's doch nicht. Der überrascht mich von hinten und ich töte dich. Oh Mann. Ich habe übrigens noch nicht einen Sprinkler bisher geworfen, das sollte ich echt mal beheben. Die werfe ich auch nie, weil ich nie weiß, wo ich sie so hinwerfen könnte eigentlich. Dann werfe ich einfach gar keine. Wieso habe ich diesen blöden Roller jetzt nicht getroffen? Der stand direkt vor mir und es hat keinen Hit connected. Sowas. Ach. Nee. Heute nicht mein Quasto-Tag, ganz eindeutig. Ich will noch ein bisschen was einfärben. Wieso? Ja. Der eine teleportiert sich die ganze Zeit rum. What the fuck? Boah, ich hatte heute so einen nervigen Spieler. Der ist mit seinem Roller gegangen und 10 Sekunden danach hat es den Boden unter ihm gefärbt. Also so mit Verzögerung. Ja, da hat man ihn immer getötet. Sowas mag ich auch einfach. Und 5 Sekunden später ist man selber erst gestorben. So als obwohl man ihn schon gekillt hatte. Also ich hatte eine gute Runde. Guck, du hast dich schon gebessert. Du hast einen gekillt und einmal weniger gestorben. Ja, nee, ich sollte heute echt kein Quasto spielen, wow. Ich find's halt, das ist auch was mich echt nervt, dass man Ausrüstung nur ändern kann, wenn man aus dem Kampf rausgeht. Ja, das ist nicht so geil, du. Nehmen wir dann. Ich nehme eine Runde moralische Unterstützung. Ja. Mann. Werde ich jetzt einfach Squid Jump spielen? Niemand wird sehen. Wie Game Over? Was? Nimmst die Perspektive auch auf? Bitte? Du nimmst die Perspektive auch auf? Ja, natürlich. Dann könnt ihr auch bei Herr DK seine Perspektive gucken, wenn ihr sehen wollt, wie man verliert. Quasi, ey. Ja, genau. Abonniert Herr DK, dann könnt ihr schauen. Ja. Jemand verliert. Sonst kann ich das Video gar nicht angucken. Ja, das neue, man muss. Genau. Ich habe einen Speedhacker in der Lobby. What the fuck? Speedhacker? Der läuft so schnell wie mit dem Pinsel, aber mit einem Roller. Vielleicht hat er einfach hier Klamotten mit Laufgeschwindigkeit drin. Der ist richtig, richtig schnell gelaufen. Also, vielleicht hat er auch einfach nur geleckt, aber. Also bei mir sah es so aus. Das kann sein, dass du den Typen drin hast, den du eben schon in deiner Gruppe hattest, der hier am Rumteleportieren war. Ja. Also der sah gerade nicht ganz koscher aus. Das war der Typ, der direkt vor mir stand und dann auf einmal weg war. Und hinter mir aufgetaucht ist. Der ist ja gruselig. Ja, das ist eine Rollergeschwindigkeit, die ich kenne. Nee. Der macht eindeutig irgendwas. Der hat noch nicht mal Perks auf seiner Kleidung. Und rennt wie so eine Rakete herum. What the fuck? Really? Also vielleicht hat er wirklich einfach so einen scheiß Ping, dass es aussieht, als hätte er einen Speedhack drin. Kann halt durchaus sein. Ja, ich glaube, der leckt fürchterlich. Aber dass man leckt und dadurch schneller läuft, ist auch seltsam. Auf jeden Fall hält ja unser Team gut im Schach. Ich
bin hier gerade in Stage 9 von Squid Jump und die Leute können das nicht mal sehen, wenn man es nur auf dem Gamepad sieht. Oh, kein Squid Jump für euch, Guys. Tut mir leid. Oh. Ja, die Mine ist auf jeden Fall in meinem Todesbildschirm noch liegen geblieben. Habe ich gerade noch einen getötet. Diese blöde Mine. Wow, das Seestern-Power-Up ist ja krass. Ja. Voll schnell. Oh nee, jetzt leckt die Lobby auch. Nee, jetzt fliegen wir raus. Oh nee, komm schon. Ja, schön, bitte. Das ist wahrscheinlich auch gerade der Host, der rumleckt, ne? Wahrscheinlich. Fehler bei der Datenübertragung. Oh, ich bin noch nicht rausgeflogen. Kannst noch nachjoinen. 17 Sekunden hast du doch. Dann ist die Runde vorbei. Okay, ich probier's. Jetzt hab ich... Ich war mitten in der Squid Jump Runde. Es speichert, glaube ich, wo du warst. Ja, trotzdem. Das bringt mich jetzt einfach voll raus. Ich bin aus meinem Flow jetzt raus, weißt du? Oh. Ich habe meinen Squid Jump Flow verloren. Oh Mann, ey. Ja, hier, unser Team hat gewonnen. Auch wenn ich oft ich bin drin. Ja. Dann passt doch. Hoffentlich fliegt der komische Lagger raus. Der Charles VI, der 0 Punkte die gesamte Runde gemacht hat. Ja, genau. Das ist der, den ich meinte. Ja, das ist der, der auch bei mir gerade recht flott unterwegs war. Im Moment bin ich allein in der Lobby. Wir klicken jetzt das Kampf fortsetzen. Jetzt sollte es auftauchen. Ja, da bist du. Hallo. Hallo. Hallo, na? Na? Und bisher ist der Typ nicht drin, von daher schon mal gut. Der hatte 0 Punkte wahrscheinlich, weil er rausgeflogen ist. Wahrscheinlich da, wo es am Ende geleckt hat, hat er auch einen Fehler bei der Datenübertragung gehabt. Ich hoffe es zumindest. Das kommt halt davon, wenn man eine Kartoffel statt einem Modem benutzt. Ja. Oder einen Tintenfisch. Oder einen Tintenfisch. So, lass mich raten. Heilbutthafen? Natürlich, Heilbutthafen. Es gibt keine anderen mehr. Was denn sonst? Welche noch hast du jetzt genommen? Den, ich vergesse mal, wie er heißt. Ich sehe ihn, den Akkubohrer. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, wie die Waffe heißt. Ich weiß auch nicht, wie die schießt, aber... Wir werden es ja im Schussgefecht sehen. Du bist auf jeden Fall wieder ein feindes Team. Aber das habe ich irgendwie immer... Mit Mr. Moore habe ich aufgenommen. War auch immer ein feindes Team. Hier werden auf jeden Fall keine Freundschaften aufgebaut. So, ich schieße auch mal eine Rakete. Wow. Da freut sich ja jemand drüber. Wow, da ist ein Roller. Oh Gott, okay. Oh Gott. Ich hatte gerade die Verfolgungsjagd meines Lebens gegen so einen Tintenfisch. Also so einen einen Tintenfisch? Ja, einen Tintentitan. Oh, verdammt, diese scheiß Roller hier. Ja, das ist teilweise ein bisschen nervenaufreibend. Ja. Ah, Mann. Ich hab das Gefühl, mit der Map wollten sie einfach, dass noch mehr Leute Roller spielen, weißt? Ja, wo ich die gesehen habe, habe ich mir auch als erstes gedacht, oh, mit der Map muss man Roller spielen. Und das tun ja auch irgendwie alle. Ja. Du hast eine Giraffe im Team. Also, der heißt hab so. Hab ich das? Also. Was, ein Tier? Wir spielen heute noch nicht die neue Map übrigens, weil wir abends aufnehmen. Und nicht in der Früh, wie ich sonst genau, immer. Genau, die kommt erst in 4 Stunden online. DK ist schuld. Was zum... Wow, denkst du an nichts Böses, hast auf einmal so einen Roller-Typen auf dem Kopf. Boah, dann färbe ich mal euren Rand ein. Schauen wir mal, ob du das tust. Oder ob ich dich davon abhalte. Man kann mich nicht aufhalten. Bin unbesiegbar. Diese Scheißmine! Ach,
bist du reingelaufen. Da ist dir gerade ein Typ mit einem Router hinterher gesprungen, deshalb bin ich dem hinterher gerannt. Da lag eine Mine. Einfach mal. Ich dachte vielleicht, das ist ja ganz praktisch. Das ist eh immer das Beste. Besonders wie mein Team noch verloren hat, obwohl wir die ganze Zeit so schön alles gehalten haben. Mein Team ist wieder schuld. Oh, knapp! 0,4%. 0,4%, ja. Hätte ich mal nicht auf dich gewartet, dann hätten wir gewonnen. Schau mal, ich habe diesmal sogar sowas wie Kills gemacht. Boah. Ja, sogar ich war einmal dabei. Ja, das stimmt. Na, mit der Bohrmaschine läuft es heute doch ein bisschen besser. Mit dem Akkubohrer. Mit dem Akkuschrauber, ja. So, wie wär's denn mit Heilbutthafen als nächste Map? Das Kofferverschlager war ich noch gar nicht dran. Nicht mal in der Runde, wo du weg warst. Ich muss sagen, der Heilbutthafen ist noch schrecklicher im Ranked-Modus. Im Ranked habe ich es noch nicht gespielt. Da gibt es auch zwei Punkte, die man halten muss. Und sobald man die zwei Punkte gehalten hat, dann kommt das andere Team einfach nicht mehr dran. Also sehr schwer. Okay. Ich mag auch die Maps lieber, wo man nur einen Punkt halten muss. Wenn noch ein Spieler reinkommt, passiert eventuell ein Weltwunder bei Splatoon. Warte. War es eine Gruppe, wo man alle Namen erkennen kann? Ja. Du kannst doch nicht einfach spoilern, das wollte ich doch hier geheim halten. Ja! Sehr schön. What the fuck? Ich habe letztens im Stream einfach eine Runde gehabt, nur japanische Namen. So, ja, okay. Immer. Jede Aufnahme gut. Bisher. Als Panda muss man nur Mitternacht spielen, das. Dann sind mehr normale. Ja, bei denen ist dann irgendwie, keine Ahnung, super früh, von daher. Wir sind schon wieder in Gegnerteams. Aber das machst du doch absichtlich. Ja, klar. Aber diesmal habe ich die Giraffe im Team. Und Trevor. Damit hast du natürlich automatisch gewonnen. Ja, ja. Wenn ich schon Trevor aus GTA in meinem Team habe, kann ich ja nur gewinnen. Genau. Ja, Trevor habe ich gerade einfach umgehauen, weil der heute auch nicht mit seinem Quastel umgehen kann. Oh. Och, jetzt hab ich jetzt hier schon wieder das Loser-Team. Immer ist Team nicht völlig. Scheiß Loser, ey! Kommt mal auf euer Leben klar! Au. Der I am Ace tötet mich scheinbar gerne. Ja, also ich glaube, wir gewinnen. Sieht auf jeden Fall noch sehr gut für uns aus. Sieht da jemand rumsnipern? Warst du das da oben gerade an der Kante? Nein. Nein. Ich wollte dich gerade erledigen und dann hatte ich ein Auto vor dem Gesicht. Mir ist es hier hinten gerade ein bisschen zu ruhig, das macht mir Sorge. Wow! Ich versuche irgendwie Zeug einzufärben. Ich hab diesen blöden Sniper gerade nicht erwischt, obwohl er direkt vor meiner Flinte war. Dieser IMAs, jedes Mal tötet er mich und ich ihn. Kann der mal einfach wegbleiben? Oh, jetzt ist aber eine Mine ausgewichen. Ich frage mich besonders, was mein Team macht. Ich sehe die auf der Map da einfach stehen. Der Trevor, der kann nicht. Der steht nur da mit seinem Pinsel. Ich weiß nicht, ich glaube, der weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich habe den Titan nicht gesehen, verdammt. Ja, wie gesagt, der Trevor ist mit dem Quasto gerade so ein bisschen genauso wie ich. Ja, vorhin. Ich sehe einfach so eine kleine orange Linie durch die Map gehen. Ich glaube, der weiß nicht, wie die Waffe funktioniert. Ja, das ist natürlich dann auch schlecht, das stimmt. Was ist das hier? Und jedes Mal sterbe ich, wenn ich die Feinde sehe.
Ne, jetzt hab ich eine coole Runde. Ich hoffe mal, nächstes Match sind wir dann noch gemeinsam da. Ich bleib mal einfach stehen. In 5 Sekunden komme ich eh zu nichts mehr. Da hat er noch mich in der letzten Sekunde umgenietet. Jetzt möchte ich echt die Stats von Trevor sehen. Die werden wahrscheinlich genauso gut aussehen wie bei mir eben. Oh boy. Ich glaube ein bisschen schlimmer. Nee, ja, besser. 180 Punkte. Ich habe nur einen Kill geholt? Really? Wow. Ich kann... Oh. Trevor, wenn du diese Aufnahme siehst, wenn du die Schultertaste drückst, dann schlägst du mit dem Pinsel zu und färbst ein fettes Gebiet vor dir ein. Das ist praktisch. So funktioniert die Waffe. Man muss vor allen Dingen meschen. Ja, ja, ganz schnell. Man muss, ja, richtig. Wie ein Maschinengewehr. Boah, was? Ah. Mapwechsel? What the fuck? Jetzt müssten wir ja nur noch in einem Team sein. Aber du hast Trevor im Team. Ja, super. Geil. GG. Dann wissen wir ja schon mal, welches Team gewonnen hat. Wie damals im Sportunterricht, weißt du, im Fußball, wenn du jemanden hattest, den du einfach nicht dabei haben wolltest. Voll asozial, ey. Oh, mein Lieblingstrack läuft gerade. Hallo. Hallo, ich habe extra gewartet, bis du da runterkommst. Ja, ich wusste nicht, ob du noch da bist oder nicht. Ich habe nämlich auch erst noch gewartet. Achso, falsche Taste. Gut, dass ich... Na? Du kleiner Drecksack! Oh Gott, jetzt muss ich fliehen. Nee. Deine Scheißmine kannst du sonst wohin stecken, Mister. Nein! Trevor ist im Weg! Der stand mir voll im Weg! Er hat gerade quasi den Schutzschild für dich gespielt. Ich mag Trevor. What the fuck? Oh, wow. Ich wurde gerade voll gesniped von der Giraffe. Ja, die hat mich auch ein paar Mal gesniped vorhin. Egal, ob ich gestorben bin, das war's wert. Ja, so ist gut, Team Dealer. Das mag ich. So sehe ich das gerne. Verdammt! Ich hab zu wenig Tinte! Wer auch immer da. Bist du das da oben? Hey, das ist doch so kacke. Oh Mann, ey. Ich wollte ein Schildchen werfen, aber ich hatte nie genug Tinte. What? ETF? Ich mag den IMAs nicht. Der ist doof. Der gleicht den Trevor aus. Blöd. Ich hab den Käsemann mal erledigt hier. Ja, ihr habt schon wieder gewonnen. Mann, ey. Wärst du in meinem Team, hätten wir mal gewonnen. Oh, ich war doch eindeutiger, als ich gedacht hätte. Ich glaube, ich habe jetzt in der ganzen Folge keine einzige Runde gewonnen. Echt? Ich glaube nicht. Komische Folge. Okay. Vielleicht kommst du einfach mit mir in ein Team. Gut. Dann gewinnen wir. Vielleicht fliegt auch einfach Trevor jetzt raus. Wir können theoretisch sogar noch eine Runde. Ja, dann machen wir noch eine letzte Runde. Ja, ich meine, ich habe ja diesmal Zeit, es hochzuladen, wenn wir es mal nachts aufnehmen. Na, siehste. Ja, sonst denke ich immer so 14 Uhr. Ich sollte irgendwas für heute vielleicht haben.
Schon wieder das Lager. Wir sind schon wieder nicht in einem Team. Wow. Wow, ja. Zimmelmann. Deswegen wünschen sich die Leute ein Gruppensystem in dem Spiel. Ja, richtig. Vielleicht gibt es dafür ja auch bald ein Amiibo. Ein Gruppen-Amiibo. Oh Gott. Man muss den Amiibo kaufen, um eine Lobby zu bekommen. Das wäre einfach der Abschuss. Ich denke, da werden bestimmt ein paar Leute glücklich drüber. Da hat eine blaue Rakete hingeschossen, da schieße ich meine pinke drüber. Nein, 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 nein! Au. Wenigstens hast du mich nicht getötet. Na, immerhin. Alles andere ist egal. Wo ist der Typ denn jetzt hin? Uah! Hallo. Vor allen Dingen, ich habe eben noch den meisten Schaden sogar an dir gemacht. Ein anderer hat mir einfach Kill gestealt. Ja, ich mag dieses goldene Airbrush RG echt nicht. Das macht mir zu wenig Damage. Kann aber auch liegen daran, dass ich so random Kleidung gerade anhab. Ja, aber ich schieße immer auf die Leute. Die haben dann die Zeit, sich zu mir zu drehen und töten mich dann vorher. Weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finden soll. Oh, die Map ist so schön pink gerade. Gut. Oh. So, hier ein bisschen zum Gegenangriff. Au. Hä? I'm Ace hat mich getötet. Oder nee, ich hab ihn erledigt. Was? Ah. Ich war gerade schon verwirrt. Wollte schon sagen, ich habe doch hier den Kill bekommen. Wo du vorhin mein Schild reingerannt bist. Aua. Dafür habe ich André getötet. Und er mich. Wie oft man sich in dem Spiel gegenseitig tötet. Ja, das passiert sehr oft. Oh, verdammt. So, jetzt habe ich mal eine Kackposition in Mine hingelegt. Schauen wir mal, ob die cool genug ist, um einen zu töten. Nein, ist sie nicht. Der erstbeste Spieler hat es einfach entschärft. Wie? Aua. Könnte das... Ich glaube, wir verlieren jetzt einfach noch. Bin ich gespannt. Ihr habt in den letzten 2 Sekunden so viel eingefärbt. Ja! Nice! Wir haben aber in den letzten 3 Sekunden so die halbe Map eingefärbt. What the fuck? Wow, ich bin tatsächlich mal über 600 Punkte wenigstens gekommen. Na, immerhin. Das waren heute ein paar Kackrunden, meine Herren. Okay, Titel Kackrunden mit DK. Aber genau so. Okay, kann ich nicht fortsetzen. So. Ich zeige immer in meinen Folgen auch noch die Kleidungsläden, da laufe ich auch kurz nochmal einmal durch. Ah, okay. Auch wenn ich schon heute geshoppt habe. Mal vor der Aufnahme. Ich würde einfach hier. Ja. Hier stehen bleiben. Ah, ja. Vor dem großen Turm. Ein cooles Hemd bewundern und meine Kopfhörer. Ich habe endlich diese blöde Taucherbrille mal abgesetzt. Ja, ich habe mir heute die Zombie High Top Sneaker gekauft. Die muss ich dann auf Level 20 mal hochleveln, weil die sind cool von den Farben her. Ja, das war auch schon alles an Kleidung, was es zu sehen gab. Gut, dann würde ich sagen, danke, dass du dabei warst und danke, dass ich bei dir auf dem Kanal auch dabei war. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kannst gerne mal wieder mitmachen in irgendwelchen Folgen. Ich bin immer wieder gern dabei. Okay. Denn Splatoon ist sehr gut. Solange ich dann nicht wieder weiterhin verliere, dann darfst du gerne dabei sein. Solange du mich weiterhin Pech bringst. Dankeschön. Bitteschön.